GameTube ist nicht zu helfen. Dammer One Peak. Michi legt vor. Und Fabian guckt zu. Du musst mir schlaue Tipps geben. Laufen, laufen, schießen, schießen, laufen, schießen, nicht okay. sterben. Ich spiele jetzt mal den Support. Ich weiß nicht, ob das so eine kluge Wahl ist. Nicht unbedingt, nein. weil man im Rush als Angreifer eigentlich immer genug, na, man hat nicht immer genug Munition, aber bevor einem die, wenn einem die Munition ausgeht, dann ist eh irgendwas schiefgelaufen. ja. Ich laufe immer hier am Anfang gerne ganz rechts lang und eben nicht so über den Hang. Auch wenn darf ich mal kurz was fragen? Du bist ja der Experte. Du kannst auch da hochhüpfen. Darf man das oder ist das beschiss? Das geht, darf man auch. Also diese Todeszone hat ja die... Da gibt's ja, so schaffst du es aber nicht. Du musst vorher noch mal kurz Luft holen. Ein Schlenker. Ja. So, ja. Nicht zu weit. Oh, gut. So, wenn du da nämlich jetzt Vollgas links rumläufst, das sage ich auch im Tutorial, dann kommst du nämlich links vom Feld. Egal. Weil jetzt tust du dir weh. Or do I? Ja, hier zum Beispiel als Aufklärer hin und dann gleich hinten in die Felsen ein links. Warte mal. Oh, Danger Seeker. Ja, scheiße, die hätte halt eigentlich näher rangemusst. Ja. Ne? Hat er aber dazu? Geh doch weg! Jetzt glänzt er. Boah. So kann man es machen, sollte man aber nicht unbedingt. Ah! Ramiel 666. Ich glaube, Daniel Maczewski hat immer Daniel 66. Nee, 667. Oder 665, je nachdem, was noch frei ist. Okay, weil Daniel 666 gibt es auf jeden Fall. Aber ich wurde vorhin auch schon immer von dann einer... Dann lauf doch mal ganz rechts lang. Ganz rechts, wo der Daumen links also ist. Eigentlich ganz jetzt, außen. Eigentlich ist es jetzt schon zu spät, aber egal. Weil wenn du nämlich oben auf der Straße bleibst, dann kannst du... Geh nochmal kurz zur Straße zurück. Ja, da kannst du nämlich relativ lange ungesehen vorwärts rennen. Wait for the others, idiot. Geh jetzt noch ein bisschen links in den Straßengraben. So, so hier da so. Drin. Da bist du relativ gut geschützt. Du bist relativ weit. Da oben da auf dem, da pfeift ist so ein, irgendwas. Ist so ein, ja, ist so ein, dann liegt da im Zweifel auch ein Sniper daneben. Aber jetzt gleich wirst du erst für den Sniper im Turm oben sichtbar. Da trifft er dich sowieso noch nicht. Aber es knallt und schon. Ich glaube, der schießt schon jetzt auch nicht. Jetzt bist du... für mehr Leute sichtbar. Ach so, nee, hier sind wir. Aber das ist hier eigentlich alles relativ safe. Das ist nicht gut, oder? Wenn da so ein Hubschrauberschatten ist. Ja, doch, wenn der Schatten über dir ist, ist es gut, weil er dann zu weit über dir ist, um nicht beschießen zu können. Ja! Ja, ich meine, was drauf. Weiß mal drauf. F. Ich bin mir sicher, dass das bei mir G ist, aber gut. Für den hat's gereicht. Und für den auch noch. Nein, aber für seinen Freund nicht mehr, aber es war wenigstens Ramiel 666, dieser Hochstapler. Ja, schön gelaufen, gute Laufleistung. Das bei den Paralympics mit mal. Geil. Der steht auch die ganze Zeit nur da oben, oder? Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Runde, muss ich leider sagen. Was ist eigentlich mit dem Auto? Nein, ich glaube, das haben die uns geklaut, oder? Gab's schon mal, ne? Also es hat schon mal da so gebrannt. Mhm. Vielleicht haben sie es uns geklaut. Also per se finde ich diese Rude hier eben, diese Route. Das gut. Ist auch so von der Natur her schön. Ja, ja, tatsächlich. Das ist auch eine meiner Lieblingsmaps, auch weil die später noch, ich hoffe, wir werden es sehen, mit dem falschen Sprung links von dir springt ich einer durch die Felsen. Zwei sogar. Das ist ein falscher Sprung. Boink. So nah war der schon. Das war ein anderer. Wobei, der hat seinen Kumpel dabei, den hässlichen. Schießen sich gegenseitig ab. Oh, nee, doch nicht. Es gab Ungereimtheiten über die Verteilung der Beute und dann ist es eskaliert. Also am schönsten finde ich an sich immer noch Metro. Macht mir irgendwie immer noch am meisten Spaß. Aber Dammer One Peak ist auch sehr schön. Fun Fact: Der Dammer Wand ist, jetzt würde ich hier erstmal Pause machen. Oder auch nicht, weil der kam von hinten. Ist ein Gebirge, ein Berg im Elburz-Gebirge und bei Armored Kill. Gibt es hier die Map Alborz Mountain, Elburz-Gebirge? Und ich fahre jetzt hier als Doktor Arzt ohne Grenzen mit. Es liegt doch hier bestimmt gleich wieder so eine. Ich fahre nicht, ich habe nicht die Hände am Steuer. Guck mal, no hands. Boink. Oh. Schön, Hamsterrolle. Ja, und jetzt, pass auf, jetzt steigen sie alle aus und lassen das Ding da einfach zurück. Genau, geh du mal ans Geschütz. Geschütz ist gut. Wenn du schießt. Manno! Ich bin schon tot. Ich bin schon bereit. Da hat er einen 10er Killstreak mit dem Hubschrauber. Das. Ja. Auch erstmal machen.
die Sau. Ja, du, ich hab... Oh, der ist aber noch hier. Nein. Kein gutes Gefühl. Nein. Ich versuche es nochmal über die Bescheißer. Wobei, das haben sie auch abgedeckt. Alles abgedeckt. Jetzt, Mann, jetzt geht's. So, geil. Jetzt direkt auf B, zu B hin. Ist ja gleich direkt vor dir quasi. Also die Route hier finde ich am schwierigsten, weil du von der ganzen wirst. Flanke... zum Licht! Dann kannst du auch erst wieder Luft holen. Und jetzt. Und dann auch links an dem Felsen vorbei. Links an dem vorbei. Ja, genau. Das geht sich noch aus, meinst du? Das geht sich aus. Da ist doch hier vorne einer gesessen. Alter, was ist denn hier unten los? Da, knapp ihn weg. Und, Comeback, Kill-Serie aufgehalten. Also ich in der ersten Runde oder jeweils am Anfang jedes Abschnittes starte ich immer als Aufklärer mit Maschinenpistole und dann eben dem Funkfeuer. Weil du dir dann diese ewige Rennerei immer sparst, die euch hier gerade ziemlich zermürbt. Das Auto ist da. Gleich ist es wieder weg. Ja. Nimm mich. Au, mein Schienbein. Nimm mich. Au. Nimm mich. Was macht denn immer? Wieso fahr ich mit dem, Mann? Ja, nice. 3 Meter weit gekommen, Auto kaputt. Und der erste ist auch schon ausgestiegen. Gerade der Kanonier, mach mal F2, da kannst du... Ja, hi. Wow, wow, wow. Jeder kriegt was. Macht's doch hier gleich bestimmt wieder. Ah, da legt er Minen hin. Ah, C4, ah. Wieso? Wieso? Ja, weil der noch reingefahren wieso? Ist. Wieso? Ich bin doch ausgestiegen. Ich will für meine Umsicht belohnt werden. Die spannende Musik kommt schon wieder. Oh nein, oh, Gott. Oh nein, oh nein. Was, aber der ist doch noch was hier. Es mir aber leichter macht, das in der Gegenrunde top. Nanu? Alle sterben, alle sterben. Gott, was ist denn das für eine Failorei? Aber er hier hat das alles ganz gut gemacht. Jetzt erschlägt er einen Mörser oder was? Curbstorm. Ja, schade. Dammerwand-Rückrunde bei GameTube ist nicht zu helfen. Jetzt Fabian. Ja, genau. Und schon laufe ich diesen selben Weg lang, den ich eben dir vorhin auch schon erklärt habe. Das ist halt das Geilste, wenn die dann so ein bisschen fahren und dann halten sie an und dann will man einsteigen, dann fahren sie wieder weiter. Ah, dann muss ich muss jetzt irgendwie ein Messer, sonst hilft da das alles nicht. Da ist doch der eine, oder? Ja, ja. Oh. Ich habe gedacht, der sieht mich nicht. Aber ich bin zu laut gelaufen. Ich spiele tatsächlich unheimlich viel über Gehör, deshalb habe ich normalerweise auch ein schönes Headset an und bin auch schon zu Counter-Strike-Zeiten beschimpft worden, ich würde doch bescheißen. Ich war hinter der Wand, du konntest mich gar nicht sehen. Nee, tatsächlich kann ich die Leute regelmäßig nicht sehen, aber höre sie eben. Und deshalb habe ich auch immer einen Schalldämpfer auf den Waffen, aber habe mir das jetzt auch wieder mit dem Schalldämpfer wieder ein bisschen abgewöhnt. Wieso? Weil andere Leute das offensichtlich nicht so machen. Also die achten gar nicht so drauf. Das heißt, der Schalldämpfer ist dann für viele gar nicht so nützlich. Und nachdem DICE jetzt auch den Schalldämpfer so ein bisschen geschwächt hat, beziehungsweise die Munition ist dann, hat dann weniger Bums und die Ballistik ist auch ein bisschen anders, lasse ich den eigentlich immer weg. Aber in der ersten, im ersten Abschnitt oder im Anfang eines neuen Abschnitts von Rush als Angreifer spiele ich immer Aufklärer. Um dann irgendwo eben hier mein Dingsy-Dings hinzustellen. Satt, TV. Und genau, und da benutze ich eigentlich schon ganz gerne immer noch, oh, da hat mich einer gesehen. Benutze ich eigentlich doch immer noch ganz gerne Schalldämpfer, weil man muss es ja nicht provozieren. Kommt, ich nehme ihn auch noch mit. Ja, siehst du. So, was ich auch, Da sind wir ätzend da in der Dead Zone, da sieht man ja nichts. Was ich nämlich immer gerne mache, ist da den Turm hoch zu rennen und oben was wegzubratzen. Ja, aber das ist doch voll Base-Rape. Ah, Quatsch. Jetzt habe ich leider mein Funkfeuer so weit weggestellt, dass ich nicht da doch... Los. Boah. Und tada. Wie Mission Impossible. So. Wenn ich jetzt mehrere Leute im Team hätte... im Squad hätte, die mich jetzt hier unterstützen könnten, wäre das total super. Hab wir haben nur einen, hier ist der Luigi. Lubega. Komm hier auch nicht runter, ohne mir weh zu tun. Nein! Was?
Nein! Ah, ich weiß schon, warum ich einfach überall nur noch runterspringe. Jetzt geh halt da. So. So. Ne? Ah, Herrgott nochmal. So. Sensationell. Also, mal gucken. Also, als Verteidiger stehe ich immer hier drin. Aber da bin ich auch wieder der Einzige. So, was ich jetzt halt schön machen kann, ist ein bisschen rumzustressen von hier oben. Und da ist jetzt wieder der Schalldämpfer halt wirklich gut, weil ich nicht automatisch aufleuchte. Auftauche. Jetzt kommt mir hier einer entgegen, wie ich auf der Minimap sehe. Reicht das eigentlich bis ganz runter oder siehst du dann bloß mit die von der Etage? Das reicht bis ganz runter. Das ist eben das Nette, aber hier kommt gleich der nächste Kunde. Ach nee, der gehört von mir, aber man sieht auf der Minimap, sieht immer schön, wie die da im Kreis laufen. Ja, einer kommt noch. Ja, nicht erst nachladen und dann. Na gut. Das Problem ist, es bringt jetzt. Ich stresse jetzt hier halt schön, aber das bringt solange ja keiner von den anderen vorgeht und mir Munition bringt, ist das nächste Problem. Ja, wenn du Glück hast, könntest du doch, wenn da jetzt ein Dings kommt, ein Versorger, kannst du den doch hijacken. Ja, aber hier der tote Kollege hat ja auch schon was hingelegt. Ja, nach einer Weile raffen sie es dann und dann fangen sie an, die Raketen hochzuleuchten. Aber kommt auch schon wieder. Was macht denn das Team, die Pflaumen? Ah, nein, ganz schlecht. Ah, aber das Coole ist, der hat jetzt mir noch, ich könnte jetzt zu ihm wechseln und dann wäre ich halt wieder Sniper, aber naja, ich könnte ja endlich mal sagen, dass sie das Ding ja angreifen sollen, wenn sie es nicht schon längst gemerkt haben. Was ist denn da, bringt denn sowas mit? Ja, das kann man jetzt so eine Weile machen, aber es hilft eben. Ich sehe schon. Ach, deshalb hat er das dabei. Ah. Riesig. Ich hab's mir schon gedacht. Ich probier's einfach mal. Da kann man das dann irgendwie von da oben aus abschießen oder geht das halt immer da in die Decke rein? Das geht schon. Da muss man halt raus. Muss halt draußen. Oh, geht auch so von alleine kaputt. Verdammte Axt. Ich sehe schon. Ich muss da runtergehen. Es kommt eher gerade einer zu mir. Wenn man nicht alles selber macht. Na, jetzt kommt er gleich. Ja, gut. 29 Tickets zu noch. Ach, du hast ja vorhin das leider auch nicht geschafft. Ja, aber ich habe gar nichts geschafft vorhin. Wir haben, glaube ich, nicht mal eine von den Kisten kaputt gekriegt. Wäre schon mal besser. Dann, nachdem jetzt die Spawnbake da steht, hat die Sniper-Klasse eigentlich ihre Schuldigkeit auch getan. Das heißt, ich probiere es jetzt einfach mal so. Ubi! Aber jetzt lande ich genau drauf, pass auf. Hallo! Sweet! Okay. Naja, von der Idee ganz lustig. Ja, ich habe auch bei dieser Runde kein gutes Gefühl. Ja, das geht schon noch. Noch sind es noch irgendwie was, ein paar 20 Tickets. Ja, aber das kann ja manchmal ganz überraschend kommen, aber du siehst, wie die hier alle rumpimmeln. Aber einer sitzt im Auto, sehr gut. Ah, der hat keinen Bock selber zu fahren, der will nur schießen. Es soll mir auch recht sein. Da kann ich nochmal das zeigen, wie ich am liebsten mit dem Humvee fahre, also hier runterballern. Ich gehe da immer in die Außenperspektive, weil man so auch besser sieht, ob da irgendwas auf der Straße liegt. Also irgendwelche Minen, C4 und so ein Scheiß. So, das ist jetzt der Hubschrauber. So, jetzt bringen sie alle um. Das ist der Fehler. Nee, anders. Ah! Was habe ich denn überhaupt für eine Waffe? Das müsste dieses AUG sein. Da oben ist einer drin. Kommen sie alle an. Ja, das ist jetzt schwierig mit dem da oben drin. Der wird mich da schön raussnipern. Ja, du auch. Nein! Ach komm. Warum? Das macht es aber spannend, oder? Ja. Also jetzt war es 8 Tickets, das wird eng. Aber ich habe zu viel Zeit da oben verschwendet. Es war zwar schön, aber wenn man nicht mit Leuten spielt, guck mal hier, die hocken halt hier in den... Könnte ich halt ausflippen, die snipern hier. Ah, könnte ich ausflippen. Ich möchte jetzt aber bei ihm nicht einsteigen, weil... Ah, fuck it. Ist ja nicht mein Account. Sie ja. Umgeglitscht. Ich habe heute gelesen, man darf bei dem Spiel...
Da gibt es einen Color Correction Mod, mit dem das alles nicht so trist und traurig aussieht, okay, sondern eher aussieht wie Super Mario. Das darf man damit, das ist ein Cheat. Wer das hat, der wird vom Server gekickt. Aber das war jetzt hier natürlich auch so trist und traurig. Eigentlich müssten wir es nochmal machen. Ja, eigentlich. Ich hab folgenden genialen Vorschlag. Wir schneiden einfach diese beiden Loser-Runden in eine Loser-Folge rein und dann machen wir jetzt gleich die totale Awesome-Source-Folge. Oh ja, so genau. Machen wir es. Gut. Dann schalte wieder ein, wenn wir gewinnen. Versprochen. Juhu. Tschüss.